Seite 38 von 80. Ich lese deine erste Nachricht. Der Go-To-Button ist deaktiviert. Warum nur? Vielleicht erfahren wir es aus einer anderen Nachricht. Flotte 1 hat alle Befehle ausgeführt. Was war Flotte 1? Vor. Bewaffnete Sonde Nummer 9 hat alle Befehle ausgeführt. Lies die nächste Nachricht, also die da, und spring ins Bewaffnete Sonde Nummer 9. Go-To. Es scheint, als hättest du wieder einen erlegt. Du siehst jetzt einen gelben Diamanten an der gleichen Position wie die bewaffnete Sonde Nummer 9. Da irgendwo? Ich zoome mal ganz doll ran. So, das ist dieser klitzekleine gelbe Diamant hier, also das Viereck. Hätten sie ruhig ein wenig dicker machen können, die Ränder, aber na gut. Du siehst jetzt einen gelben Diamanten an der gleichen Position wie die bewaffnete Sonde Nummer 9. Dieses Symbol steht für ein Trümmerfeld aus den Überresten der Schlacht. Rechtsklicke auf die bewaffnete Sonde Nummer 9 und wähle das Trümmerfeld. Da, Trümmerfeld. Die Auswahlinformation verrät, dass das Trümmerfeld aus einigen Kilotonnen Ironium und Germanium besteht. Nicht gerade viel, aber vielleicht sollten wir sie trotzdem von einem Frachtschiff bergen lassen. Okay, Ironium, Germanium. Wähle im Hauptmenü Anzeige finden, gib Promi Nummer 4 ein und klicke auf OK. Hauptmenü, Anzeige finden. Promi Nummer 4 oder Leerzeichen Nummer 4? Ich glaube Leerzeichen Nummer 4. Und okay. Ja, wir haben ihn hier unten im Ziel. Wenn du den gelben Auswahlpfeil als auf dem Scannerbildschirm nicht entdecken kannst, ist dir die Taste V eine große Hilfe. Ah, mit V können wir immer wieder dieses große Markierungsding da anwählen. Sehr gut. Brummi 4 ist bei Stovetop und wird nächstes Jahr wieder bei Prune sein. Wir können ihn dann losschicken, wenn sich das Trümmerfeld bis dahin nicht aufgelöst hat. Das finde ich jetzt komisch. Wieso aufgelöst? Also ja, die Trümmer haben ja immer noch die gleiche Geschwindigkeit wie bei der Explosion, also verteilen sie sich langsam, das stimmt schon. Ja, okay. Lies die nächste Nachricht. Nächste Nachricht ist Hacker. In einer Auseinandersetzung gegen Berserker wurde seine Flotte bewaffnete Sonne Nummer 4 feindlichen Streitkräften vernichtet. Ah nein, die bewaffnete Sonne wurde von 4 feindlichen Streitkräften vernichtet. Okay. Nun, das erklärt natürlich, was mit der bewaffneten Sonne Nummer 1 passiert ist. Schau dir die Aufzeichnung der traurigen Schlacht an, wenn du willst. Und mach dann mit deiner nächsten Nachricht weiter. Go to. Zeige. Das ist unsere bewaffnete Sonne Nummer 1. Wir werden angegriffen von einer Santa Maria? Das ist doch ein Kolonisationsschiff. Okay, von 3 Santa Marias und einer Raumstation. Nee, wir haben angegriffen. Das war jetzt keine gute Idee. Kaputt. Ja, okay. Vielleicht möchtest du dir diese lieber ja anschauen. Mal gucken. Weltraum 1180-1286. Es fand eine Raumschlacht statt. Deine Flotte, zweimal bewaffnete Sonde, zerstörte einmal Smaugarian Peeping Tom. Ohne eigene Schäden. Ja, sehr toll. Das ist ja auch nur eine Drohne. Na gut, springe zu Red Storm. Das ist nicht Red Storm. Wo ist Red Storm? Da ist Red Storm. Abgesehen davon, dass du dort etwas zu wenig Siedler sind, läuft es auf Red Storm alles gut. Lies deine nächste Nachricht und springe zu Slime. Also, das sind die Nachrichten, die ich eben lesen sollen. Die Kolonisten haben Slime unter ihrer Kontrolle. Go to. Betrachte die Auswahlinformation. Slime ist außerhalb deiner Umwelttoleranz. Du hast jedoch die nötige Technik, ihn in den lebenswerten Bereich zu drücken. Genau hier unten. Die Strahlung ist viel zu niedrig. Wir können sie aber um 7% oder so verschieben. Dafür müssen wir einige Terraform-Aufträge in die Produktionsliste einbinden. Rufe Slimes Produktionsliste auf, ändern und füge 2 Terraform-Aufträge ein und klicke auf OK. Terraform. Umwelt-Terraforming oder das hier unten? Ich nehme an, das hier.
1, 2. Okay. Schau dir das Produktionsfenster an. 50 bis Fragezeichen, Fragezeichen, Jahre. Okay. Klicke zweimal auf OK. Ja, ich schätze, du brauchst hier noch ein paar Siedler, wenn du die Sache innerhalb einer vernünftigen Zeit abschließen willst. Füge zwei weitere Brummis in Stovetops Produktionsliste ein. Okay, Stovetop. Ändern. Brummi 1, 2. Okay. Und lass eine neue Runde berechnen. F9. Lies deine erste Nachricht. Belade Brummi 1 mit Kolonisten. Erste Nachricht. Ja. Die Bevölkerung von Slime nimmt ab. Jetzt hätten wir gerne Brummi 1. Brummi 1. Einmal ein Laderaum voll mit Kolonisten. Okay. Sende sie zu Slime mit dem Auftrag, alle zu entladen. Du fliegst bitte Shift, linke Maustaste zu Slime. Transport. Blitzentladung. Will er nicht. Transport, Kolonisten. Alles entladen. Anscheinend auch nicht. Was willst du von mir? Komplett laden, löschen, Blitz entladen. Nee, du hast einen falschen Verladebefehl erteilt. Lies die Anweisung noch einmal und versuch es erneut. Na gut, wir machen das erstmal weg. Belade Brummi Nummer 1 mit Kolonisten. Haben wir. Und sende sie zu Slime mit dem Auftrag, alle zu entladen. Waypoint-Auftrag. Flotte übergeben, weiterleiten, Patrouille, Minenfeld anlegen, verschrotten, Flotte vereinigen, Robotbergbau kolonisieren, Transport. Kolonisten. Alle verfügbaren anladen, alle entladen, genau entladen. Es wird wohl alles entladen sein. Oh, war es auch. Ich hätte nur vorher nicht dieses Blitzentladen versuchen sollen. Ah, okay. Lies deine nächste Nachricht. Deine Wissenschaftler haben Forschung zum Erreichen von Tech Level 4 im Bereich Konstruktion abgeschlossen. Sie setzen ihre Anstrengungen im Bereich Biotechnologie fort. Lies deine nächste Nachricht, öffne den Forschungsdialog und stelle als nächstes Forschungsbereich Antriebe ein. Also erstmal F5. Momentan wird erforscht Biotechnologie und als nächstes bitte Antriebe. Fertig. Lies deine nächste Nachricht und informiere dich im technischen Handbuch über den Roboschürfer. Deine kürzliche Forschungsdurchbrüche auf dem Gebiet Konstruktion haben dir die Errungenschaft des Roboschürfer eingebracht. Go to. Das Ding kostet sehr viel Ronium und das Gelbe war Germanium und 100 Ressourcen. Enthält Roboter, die bis zu 12 Kilotonnen jedes Erztypes, abhängig von der Konzentration, von unbewohnten Planeten schürfen. Also unser Baumwollpflücker ist das. Wo bist du? Auf Prune, richtig? Da, unser Baumwollpflücker Nummer 6. Der hat diese Roboterdrohnen wohl dabei. So. Lies im technischen Handbuch über die Roboschiffe. Haben wir. Wir könnten gut einige zusätzliche Bergbauschiffe zum Ausbeuten von Planeten brauchen. Also von Prune gebrauchen. Wir entwerfen dazu ein neues Schiff und rüsten es mit einem neuen Bergbauroboter aus. Öffne den Raumschiff-Designer Nummer 4. Jetzt wird's interessant. So. Wir hätten gerne, wähle verfügbare Baupläne. Da. Wähle den Mini-Bergbauschiff aus der Dropdown-Liste. Da. Mini-Bergbauschiff. Und klicke auf Bauplan kopieren. Bauplan kopieren. Ziehe ein Grashüpfer 6 Triebwerk aus der Bauliste auf den Triebwerkeinbauschacht des Bauplans. Grashüpfer 6. Warum gerade den? Was machst du? Es gibt keine Erklärung dazu, was sie machen. Heißt, wir müssten... Oh, rechte Maustaste gedrückt halten. Okay. Treibstoffverbrauch, Warpgeschwindigkeit. Also er ist zwischen 4 und 6 auf 100% und der da ist auf 3 bis 5 bei 100%. Also Blitzsprung ist wohl die erste Technologiestufe und Grashüpfer dann die zweite. Ähnlich wird das hier bei den Scannern aussehen. Und den Schilden und den Rüstungen und den Lasern und den Torpedos und okay. Es gibt also von allem eine Tech-Stufe 1, eine Tech-Stufe 2 und so weiter und so weiter.
Gut, wir sollten den Grashüpfer daraufziehen. Ziehe einen Rhinoceros-Scanner aus dem Scanner elektromagnetischen Einbauschacht. Der da. Rhinoceros, da drauf. Wähle Bergroboter aus dem Bauteilkategorie-Dropdown. Hä? Achso, hier. Bauteile. Ich ziehe es einfach mal hier raus und ziehe es auf den Bergbau-Einbauschacht. Eins, zwei. Das Bild und der Name des Modells sind absolut in Ordnung. Ach, die können wir ändern. Sehr cool. Den da, okay. Klicke OK, um das Bearbeiten des Bauplans zu beenden. Also ich werde meine auf jeden Fall anders nennen. Aber, obwohl, der Name macht ja noch Sinn. Aber so die ganzen Ausrüstungsgegenstände würde ich ein wenig anders benennen, wenn ich es könnte. Weil dieser Rhinoceros-Scanner und so finde ich schon ein wenig skurril. Aber naja, ich meckere schon wieder viel zu viel. Na, ist ja auch schon spät. Also, klicke auf OK, um das Bearbeiten des Bauplans zu beenden. Okay. Und dann auf Fertig, um den Raumschiffdesigner zu schließen. Fertig. Füge einen Auftrag für einen deiner neuen Bergbauschiffe in die Produktionsliste von Stovetop ein. Wir hätten gerne Stovetop. Ändern und wir hätten gerne den Mini-Bergbauschiff. Ein. Okay. Es würde 6 Jahre dauern, dieses Schiff fertigzustellen. Der Bergbau läuft zu langsam. Lass uns noch 100 weitere Bergwerke an die Spitze der Produktionsliste stellen. 100? Okay. Ändern. Wähle Bergwerk in der linken Liste. Bergwerk. Anfang der Liste in der rechten. Listenanfang. Halte die Steuerungstaste gedrückt und klicke auf Hinzufügen. Zack. Klicke dann auf OK. Also Steuerung macht wohl 100er Schritte, Shift macht 10er Schritte. Okay. Klicke auf jeden Auftrag in der Produktionsliste. Die Herstellung des Mini-Miners wird jetzt nur noch 4 Jahre dauern. Ich glaube, der meinte das hier. Oder? Klicke auf jeden Auftrag in der Produktionsliste. Die Herstellung des Mini-Miners wird jetzt nur noch 4 Jahre dauern. Ich gehe mal kurz wieder hier rein. Mini-Bergbauschiff, Fertigstellung 3 Jahre. Okay. Lies deine letzte Nachricht vor. Wir haben im Moment ziemlich wenig Erze. Das Entwerfen neuer Schiffsbaupläne ist deshalb gerade nicht so interessant. Wir schauen uns deinen neuen Privateer-Bauplan später an. Wir haben wohl gerade den Privateer freigeschaltet. Wir haben die bewaffnete Sonde Nummer 9 einfach in der Nähe von Prune hängen lassen. Schaut so aus, als hätte sich das Trümmerfeld inzwischen aufgelöst. Hier ist die bewaffnete Sonde, das Trümmerfeld, also dieses gelbe Diamantending ist weg. Schicke die bewaffnete Sonde Nummer 9 zurück nach Stovetop. Shift, linke Maus. Hey. Shift, linke Maustaste. Das reicht für dieses Jahr. Lass eine neue Runde berechnen. F9. Lies deine erste Nachricht und springe zu C-Squared. Das haben wir gerade noch Kontrolle genommen. Abgesehen von zusätzlichen Kolonistenbedarf läuft hier alles ganz gut. Okay, lies deine letzte Nachricht und springe zu Oxygen. Go to. Der Planet ist nur knapp außerhalb deiner Umwelttoleranz. Wir sollten Terraforming zur Standardproduktionsliste hinzufügen. Füge Min-Terraform bis zu 2% in die Produktionsliste von Oxygen ein. Produktionsliste, Min-Terraform. Aber nicht automatisch, ne? Nee, Min-Terraform. Gibt's aber sonst nicht. Es gibt hier nur Terraform. Okay, dann müssen wir wohl das hier nehmen. Eins, zweimal. Rechtsklicke auf den blauen Diamanten, wähle definieren. Rechtsklick blauer Diamant, definieren und importieren. Das heißt, jedes Mal, wenn jetzt ein neuer Planet kolonisiert wird, wird das hier gemacht. Es wird terraformt und es werden dann drei Fabriken gebaut, drei Bergwerke gebaut. Auch wenn ich irgendwie bezweifle, dass eine neue Kolonie das Terraform gleich bezahlen kann, aber klicke OK. Das war's in diesem Jahr. Automatisierung lässt die Jahre schneller vergehen. Das ist wohl wahr. Lass eine neue Runde berechnen, wenn du soweit bist. F9.
lies die erste Nachricht und schicke die bewaffnete Sonne Nummer 9 zu Nail. Bewaffnete Sonne Nummer 9 hat alle Befehle ausgeführt. Go to. Du sollst nach Nail. Oder Nil. Wo ist Nil? Nicht da oben. Da unten. Oh, da sind Gegner anscheinend. Oder was ist das da? Hacker-Informationen. Ich will nicht Hacker, ich will diesen komischen gelben Punkt da bei Hacker haben. Na gut. Lies deine nächste Nachricht, springe zu deinem neuen Brummi und belade ihn mit Kolonisten. Nächste Nachricht. Bevölkerung ist abgesunken. Achso, das sollen wir noch gar nicht lesen wahrscheinlich. Achso, wir sollen jetzt zu dem neuen Brummi springen. Der ist hier oben. Brummi Nummer 7. Belade ihn mit Kolonisten. Einmal voll. Wir möchten diese Siedler jetzt dorthin schicken, wo sie am meisten gebraucht werden. Wähle Planeten aus dem Berichtsmenü. Berichte, Planeten. Wähle Planeten aus dem Berichtsmenü, klicke in die Titelzeile der Wertespalte und lasse die Planeten nach ihrem Wert sortieren. Der Planet mit dem höchsten Negativwert ist Wallaby. Wert. Sortieren nach Wert. Wallaby und dann kommt Slime und Oxygen. Deine Siedler sterben dort am schnellsten als irgendwo sonst. Ja, super. Aber es ist schon mindestens Terraform in der Produktionsliste drin. Okay. Drücke die Escape-Taste, um den Planetenreport zu schließen. Schicke Brummi Nummer 7 nach Wallaby, wo er Kolonisten entladen soll. Wallaby. Transport. Kolonisten. Alle entladen. Lies die nächsten beiden Nachrichten und öffne den Forschungsdialog. Das machen wir erst in der nächsten Folge. Jetzt gibt es einen kleinen Cut. Aber wir kommen ja sehr gut voran. Und ich fühle mich auch schon einigermaßen vorbereitet. Also natürlich machen wir das Tutorial noch zu Ende. Aber danach sind wir hoffentlich vorbereitet genug, ein richtiges Spiel anzufangen, wo wir noch alles kontrollieren können. Das wird dann gleich wesentlich spannender, denke ich. Und wir können auch eine größere Karte auswählen, unsere eigene Rasse definieren und so weiter. Da bin ich schon richtig scharf drauf. Aber ja, jetzt erstmal einen kleinen Cut. Und danach machen wir das Tutorial weiter. Also bis gleich.